Als nächsten Redner möchte ich gerne Christoph Lutz vorstellen. Christoph Lutz oder das Büro Lutz ist hier in Stuttgart sozusagen schon eine Institution, was Garten- und Landschaftsplanung angeht. Er sagte eben in der dritten Generation schon und damit eigentlich auch Bürger für eine verantwortliche Umgehensweise mit den Grünflächen der Stadt. Herzlich willkommen. Frau Laufner von der Institution, liebe Stuttgarter, ich freue mich auch, dass ich hier sein darf, möchte aber vorweg eine kleine Bemerkung machen und feststellen, dass ich jetzt hier als Person oder als Figur mich äußere. Der eine oder andere weiß vielleicht, ich bin auch in der Architektenkammer aktiv, sogar im Vorstand oder in Berufsverbänden und so weiter. Das muss man also mal ganz sauber auseinanderhalten. Und in der Einladung steht im Städtebauausschuss, also nicht, dass einer denkt, ich wäre von der Stadt oder so. Der Städtebauausschuss ist ein beratendes Gremium des Gemeinderates, das sich unter anderem zusammensetzt aus fachkundigen Bürgern und anscheinend soll ich so einer sein. Und als solcher bin ich jetzt auch hier. Ich will mich als einer, der sich mit der Landschaft beschäftigt, nähere ich mich natürlich automatisch etwas globaler von außen, vom Großen ins Kleine und muss deshalb ein klein bisschen ausholen und befasse mich auch einmal mit den Freiräumen in unserer Stadt ganz generell. Das ist vielleicht nicht schlecht, das kurz zu beleuchten, weil das natürlich auch immer Zusammenhänge herstellt zu dem Projekt, über das wir eigentlich reden. Wenn man hier die Idee aufbringt, dass aus der Stadt sämtliche Gleise verschwinden sollen, wohin auch immer und warum auch immer und was damit kommt, kann man natürlich als Landschaftsarchitekt nicht automatisch da vielleicht mal Gegenargumente finden. Was mir natürlich als erstes einfällt, ist, naja, es schickt alle Gleise weg, haben wir einen riesigen Park. Natürlich, wohl wissend, dass das ganz so einfach auch nicht geht, aber wir sind auch Realisten, es geht auch ein bisschen kleiner, indem man die Schienen halt lässt, die man braucht für den Kopfbahn. Dieses Bild haben Sie in der Vergangenheit sicher oft gesehen, aber es zeigt sehr schön, dass doch viele, dass das, was viele sagen, schon richtig ist, dass Stuttgart eigentlich schön ist. Dass es eine ganz herausragende Lage hat, eine landschaftliche Lage von Topografie, dass es Hänge gibt, Gärten und so weiter. Die Stadt zwischen Wein und Reben, wenn man so will, eine riesige Gartenschüssel. Allerdings sagen natürlich viele heute statt Wein und Reben auch Reben von Hängen und Würgen. Das ist ein bisschen ein geflügeltes Wort, das meiner Meinung nach nicht ganz richtig ist. Also ich bin schon der Meinung, dass auch heute noch unsere Stadt große Qualitäten hat. Die an einer oder anderen Stelle dabei sind, überformt zu werden, aber das Potenzial ist so groß, dass es nicht leicht wird. Was wir natürlich haben als die große Qualität, die uns viele beneiden, das ist unser berühmtes grünes U. Also diese riesige Parkverbindung von der Stadt hinauf auf den Killesberg und weiter in den Kräherwald, die ja hier, sagen wir mal, ihren Charme auch darin besitzt, dass sie kein einheitlicher Park ist, sondern aus unterschiedlichen Epochen stammt, unterschiedliche Handschriften hat, unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten und so weiter und auch bis in Fachkreisen internationale Beachtung erreicht. Und natürlich auch von den Stuttgarter Bürgern, indem sie dort, wie wir vorhin gesehen haben, in großer Zahl da sind. Die Dimension allerdings von den Grünen nur insgesamt als Teil der Stadtkultur ist nicht überall erkannt. Man muss ein paar Sachen auch wissen. Das erste ist, dieses Grüne U ist nicht das Ergebnis von Stadtplanung. Also Stadtplanung, wie ich es jetzt hier mal im Moment verstehen würde, wie sie uns vorgemacht wurde von meinem berühmten Kollegen Lené, zum Beispiel in Berlin oder in Mannheim oder an anderen Stellen, wo man also, wenn man so will, in der Pampa
ein Gerippe entwickelt von öffentlichen Räumen, von Erschließungen, einer Abfolge von Magistralen, Promenaden, Boulevards, Plätzen, Gewässern, Parks und die sehr genau überlegt, wie sie aussehen und festlegt und für alle Zeiten vorgibt und die auch stabil sind und unterschiedliche Bebauungen zulassen. Also das Ergebnis einer solchen Stadtplanung ist das grüne U auf gar keinen Fall. Es ist uns mehr oder weniger in den Schoß gefallen aus einer feudalen Zeit. Natürlich gab es ganz kleine Ansätze einer Stadtplanung in diesem Verständnis bei uns auch. Das ist der berühmte Tourette-Plan, auf den der König geschrieben hat, so soll es sein. Ausgangspunkt war ja ein Plan für seinen Garten, aber der Tourette war ein weiser Mann und hat sich auch ein System von Alleen und Platzfolgen überlegt für unsere Stadt. Leider ist das meiste unter die Räder gegangen. Es ist auch so, dass es nicht auch heute Überlegungen und Konzeptionen in unserer Stadt gibt, von Büros, auch von der Stadt selbst, die richtig sind und gut sind, die sich beschäftigen mit Verbindungen vom Stuttgarter Westen in die Innenstadt und ans Grüne Wandbinden und so weiter. Aber wie zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Klinikum, man immer wieder erfahren muss, dass im Prinzip richtige Überlegungen mehr oder weniger unter die Räder kommen, im allgemeinen Gerangel von Politdiskussionen. Man muss aber auch fairerweise dazu sagen und unbedingt dazu sagen, dass das grüne U in Teilen natürlich auch verknüpft ist mit sehr mutigen und weitreichenden Entscheidungen unserer Stadtgesellschaft und unserer Stadtpolitik, die auch viel Geld gekostet haben und was auch richtig ist, weil viele werden das gar nicht mehr wissen, dass dort, wo heute der Spanienplatz ist und in Bergersprotler mal eine vierstöckige Autobahnkreuzung vorgesehen war, die zum Glück auch Initiativen wie dieser, damals war es der Bund Deutscher Architekten und andere, zu der Einsicht geführt haben, dass man das nicht macht. Und auch wenn es ein Verkehrsbauwerk ist, ist es doch gelungen, das zu integrieren mit Erholungsräumen, indem man aus der Wüste, zunächst einer Wüste, eine Situation geschaffen hat, die nutzbar ist. Das Gleiche war später im Zusammenhang mit der internationalen Gartenbauausstellung, wie überhaupt das Grüne U immer mit Gartenschauen verknüpft ist. Also egal, wie man zu diesen steht, muss man sagen, für Stuttgart waren sie ein sehr nützliches städtebauliches Lenkungsinstrument. Und auch die Wartberg-Steinberg-Klinge, eine ganz andere Situation als der Rosensteinpark, ist natürlich für die Bevölkerung sicher ein attraktiver Raum. Das Problem ist, dass natürlich viele Menschen diesen Wert nicht gleich erkennen können, weil sie denken, es ist schon immer so, dass dahinter politische Prozesse sind, dass man dafür Geld ausgeben muss und auch eine Planung, das ist ja klar. Aber immerhin ist es so, dass ich neulich in der Zeitung gesehen habe, dass man grünen U einen perfekten Tag erleben kann. Also das ist eine große Qualität in unserer Stadt. Aber es gibt natürlich, das ist das Erste, was man wissen muss, Stadtplanung. Das Zweite ist, an diesem grünen U wird genagt. Und zwar nicht nur heute, hauptsächlich in der Vergangenheit, sind diesen ehemaligen Parkanlagen oder Freiräumen permanent Dinge entzogen worden. Ich will sie jetzt gar nicht alle aufzählen, sie sind ja zum Teil bekannt und so weiter. Ist eigentlich, wenn man jetzt von einer Parkerweiterung spricht, im Zusammenhang mit Stuttgart 21, ist im Grunde keine Erweiterung, sondern eine Teilrückgabe. Das ist auch eine neue Erkenntnis, schon Vorgänger von uns haben in den 70er Jahren hier entsprechende Initiativen versucht und darauf hingewiesen, dass der Rosensteinpark ja mal viel größer war, dass permanent durch Mischkaufen für Elefanten Einrichtungen sozusagen Stücke abgeschnitten wird. Über das Thema Wilhelma kann man streiten, das ist kein Mensch hat was gegen einen Zoo, aber es ist doch auch so, dass ein großer Teil belegt ist, Eintritt kostet und für 50.000 kann Stadter eine gewisse Barriere darstellen.